Manchmal ist es halt einfach viel. Manchmal brummt unser Kopf, manchmal haben wir auch Gedankenkreisen ohne Ende. Und wenn du in so einer Situation drinnen bist, dann ist es ganz, ganz wichtig, nicht krampfhaft loslassen zu wollen, nicht krampfhaft sagen, ma, wieso wird das nicht weniger? Wieso denke ich die ganze Zeit an das und das? Wieso geht es mir nicht besser? Wenn du so in dem Krampfmodus drinnen bist, dann wird das weiterhin so bleiben. Das heißt, das Wichtigste für dich zu lernen ist, einfach einmal das so anzunehmen, wie es ist. Es ist jetzt einfach einmal so. Du denkst vielleicht gerade sehr viel, deine Gedanken kreisen. Es ist gerade so, wie es ist. Fertig. Einfach wirklich echte Annahme. Weil wenn du dann da drinnen bist, hast du die Möglichkeit, tatsächlich loszulassen. Du findest in dem Moment zu dir. Du bist nicht im Widerstand, du bist nicht in der Verkrampfung, sondern du bist im, okay, es ist so, ich atme durch und ich finde eine Lösung, wie es weitergeht. Vielleicht komme ich in die Ruhe, vielleicht nehme ich mir mal 10 Minuten Auszeit, vielleicht mache ich jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. Ich sage nämlich oft, wenn du versuchst, etwas schnell zu machen, dann mach's doppelt so langsam. Klingt total paradox, ist aber genau das Richtige, weil du dann in dem Moment zu dir kommst und eben das Gedankenkreisen oder dieses, ah, es ist viel zu viel und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anpacken soll,